Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch über das Buch A Prince of Passion Nicholas reden. Das ist der erste Teil dieser Reihe und hier geht es, wie man schon aus dem Titel erkennen kann, um einen Prinz, und zwar ist Nicholas der Thronfolger von Vesco. Und ja, im Moment gibt es sehr viele negative Schlagzeilen, weil sein Bruder Henry Party macht ohne Ende. Und seine Großmutter, die Queen, die entscheidet sich dann dafür, dass es königliche gute News geben muss. Und deswegen soll Nicholas heiraten. Und zwar darf er sich dann aus einer Liste eine Frau aussuchen und die soll er dann heiraten. Und zwar muss sie königliche Abstammung sein. Und ja, er hat jetzt noch 5 Monate und in diesen 5 Monaten, da möchte er mal richtig die Sau rauslassen, sich den ganzen Tag betrinken und ja, sich jede Frau nehmen, die er nur kriegen kann. Und das geht gehörig schief, denn er läuft Olivia über den Weg. In der Szene, in der die beiden sich kennenlernen, ist es so, dass er sturzbesoffen von seinem besten Freund in das Café geführt wird, in der sie arbeitet. Und die beiden essen dann Kuchen, beziehungsweise Pie, dafür ist es berühmt. Und ja, er bietet ihr dann Geld dafür, dass sie mit ihm schläft, und zwar viel Geld, also 10.000. Und dann erhöht er später auch noch auf 20.000. Und sie ist gerade in großer Geldnot, weil ja, das Café ist kurz vor der Zwangsvollstreckung und sie macht das eigentlich nur ihrer toten Mutter zuliebe, weil das immer ihr Café, ihr großes Projekt war, ihre Leidenschaft. Und deswegen, ja, lebt sie halt ihr Leben nur danach, das Ding am Laufen zu halten. Und sie denkt wirklich kurz über dieses Angebot nach, genau aus diesem Grund, damit die Schulden weg sind. Aber im Grunde genommen schmeißt sie ihm dann den Pie ins Gesicht. Und das ist genau der Humor, der das ganze Buch durchgeht. Also es ist total witzig. Er versucht die ganze Zeit, sie für sich zu gewinnen und sie zu überreden, dass sie vielleicht doch mal auf ein Date mit ihm geht. Und es ist sehr amüsant und sehr gut geschrieben und es hat wirklich Spaß gemacht zu lesen. Ja, die beiden wachsen einem ans Herz und auch die anderen Charaktere, die in dem Buch so vorkommen. Und das macht schon mal richtig Lust auf die weiteren Teile. Es sind ja jetzt schon sogar schon 2 Teile erschienen. Also einmal der 2. Band aus der Sicht von Henry, seinem Bruder, und der 3. aus der Sicht von Logan, das ist sein Bodyguard. Genau. Ich finde, wir haben in diesem Buch eine perfekte Mischung aus Witz, romantischen Szenen. Ja, es geht auch ein bisschen so in die ja, emotionale Richtung. Und dann natürlich ja, die Erotik-Szenen, die auch ganz toll sind. Und ja, ein großes Lesevergnügen und ich erwarte schon Band 2. Ich freue mich sehr darauf, es zu lesen und kann euch dieses Buch nur ans Herz legen. Ich würde dem Buch 3,5 Sterne geben, weil Erotikbücher nicht so einen ganz so einen Stellenwert für mich haben, wie es zum Beispiel eine Colleen Hoover oder eine Brittany C. Cherry schafft, aber es ist ganz toll und ich möchte dieses Leseerlebnis nicht vermissen, also greift gerne zu. Das war's mit meiner Rezension. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Zeit. Macht's gut, ciao!